Intelligenter werden mit Hilfe der Wissenschaft? Ist das möglich? Du kannst das Leistungsvermögen deines Gehirns steigern. Vielleicht läuft es momentan auf Sparflamme. Ich lasse mir Strom durch den Schädel jagen, schlucke Drogen und trainiere mein Gedächtnis. Ich will herausfinden, wie man Gehirnfunktionen verbessern und die Intelligenz steigern kann. Gene sind wichtig, aber sie müssen auf die richtige Umgebung treffen. Und manchmal ist die Menschheit beeindruckt und spricht von einem Genie. Hier in Australien, wo die Welt sowieso Kopf steht, geht was. Down Under arbeiten einige der besten Intelligenzforscher. Ethikkommissionen sind großzügig. Die Reise auf die andere Seite des Planeten lohnt sich. Konstau an der Swinburne University in Melbourne ist genau der Richtige für mich. Er will mit mir einen Versuch wagen mit der Psychodroge Modafinil. Sie soll meine Intelligenz ankurbeln. Die entscheidende Frage ist, ob wir die Intelligenz mit Hilfe der Wissenschaft verbessern können. Das ist das, was mich interessiert. Denn wenn uns das gelingt, wird es der Gesellschaft viele Vorteile bringen. Mir bringt das Experiment erst einmal Unannehmlichkeiten. So ist das eben als Versuchskaninchen. Sie wollen meine Hirnströme ableiten. Assistent James klebt 60 Elektroden auf meinen Schädel. Objektive Messkurven sollen belegen, ob die Droge mich wirklich klüger macht. Wir gehen inzwischen davon aus, dass die Gehirnstrukturen von Menschen mit hoher und niedriger Intelligenz sich gar nicht so sehr unterscheiden. Es liegt wahrscheinlich weniger an der Hardware, sondern eher an der Software und daran, wie das Gehirn gefordert wird. James meint, es käme jetzt eine sehr einfache Aufgabe. Und tatsächlich, viel Intelligenz ist jetzt wirklich nicht gefragt. Ich soll auf einen Knopf drücken, sobald der Buchstabe E auftaucht. Um meine Hirnwellen zu synchronisieren, streut die Brille Flackerlicht mit 13 Hertz ein. Oh, das sieht unangenehm aus. Für Con und James die Chance herauszufinden, wie lange mein Gehirn wirklich braucht, um eine Entscheidung zu treffen, unabhängig von meiner Muskelreaktion. Das ist die Lücke, auf die es ankommt. Ist der Frontallappen aktiv? Er wird müde, das ist alles. Wir werden bestimmt größere Ausschläge unter Modafinil sehen. Das sollten wir. Jetzt wird's ernst. Bisher war alles nur Vorgeplänkel, um herauszufinden, wie gut mein Gehirn ohne Droge funktioniert. Jetzt wartet der Stoff auf mich, mit dem angeblich auch das amerikanische Militär seine Bomberpiloten stimuliert. Modafinil. Okay, also ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert und wie sich das anfühlen wird. Erst einmal fühle ich gar nichts. Es dauert, bis der Stoff die Rezeptoren in meinem Gehirn erreicht hat. Dann muss ich die Tests wiederholen. EEG, Reaktionszeit, aber auch der Blutfluss zu meinem Gehirn werden gemessen. Nicht unwichtig, denn daran hängt die Energieversorgung. Und das Gehirn braucht schließlich 20% der Gesamtenergie bei gerade mal 2% des Körpergewichts. Der Blutfluss ist von 20,5 Kubikzentimeter pro Sekunde auf 27 angestiegen. Das ist viel. Und in der Tat, ich bin etwas aufgedreht. Aber auch intelligenter? Wir haben gemessen, dass dein Gehirn erheblich schneller geworden ist. Deine Reaktionszeiten sind kürzer, und zwar um etwa 10-15%. Und das ist eine enorme Steigerung. Und Reaktionszeiten, das ist belegt, korrelieren mit dem IQ. Klügere Menschen reagieren schneller. Aber ist das denn nicht abhängig von der Kultur, in der man lebt? Es gibt Völker, bei denen gilt der Langsamere als der Intelligentere.
Es ist sehr wichtig, bei komplexen Problemen wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen. Aber wir wissen auch, dass effizientere, flinkere Gehirne über eine Lebenszeit betrachtet schneller und leichter lernen können. Klar, in Australien ist es wichtig, schnell reagieren zu können. Mit der Droge muss sich kein Känguru mehr vor mir fürchten. Wir wissen nicht wirklich, wie Modafinil wirkt, aber wir nehmen an, dass es den Dopaminspiegel im Gehirn erhöht und auch den Noradrenalinspiegel. Mit dir haben wir jetzt einen Hinweis, dass es auch den Blutfluss zum Gehirn verstärkt. Und das könnte wichtig sein, denn das Gehirn ist gierig nach Sauerstoff. Und wenn man sich konzentriert und nachdenkt, braucht es erheblich mehr Sauerstoff. Ein höherer Blutfluss zum Gehirn könnte also die kognitiven Fähigkeiten optimieren. Das heißt, ich sollte diese Pillen jetzt jeden Tag schlucken. Das willst du natürlich auf keinen Fall. Es muss andere Wege geben, um klüger zu werden. Da macht er einen Rückzieher. Obwohl ja mein erster Versuch, klüger zu werden, ein voller Erfolg war. Wobei, die ganze Nacht nicht zu schlafen, war nicht lustig. Die Wirkung der Pille hielt bis zum nächsten Morgen an. Und eine mögliche Abhängigkeit von der Droge ist auch kein Spaß. Den sollte Con dafür haben. Ich habe ihm eine kleine Aufgabe gestellt, um seine praktische Intelligenz zu testen. Wie kriegt man den Korken aus der Flasche? Can't break the bottle. So good. How far does this go down? Überlassen wir Con seinem Schicksal und besuchen in Sydney einen Mann mit einem sehr besonderen Talent. Wenn Schnelligkeit tatsächlich ein Zeichen von Intelligenz ist, müsste Simon Tedeschi ein Genie sein. Simon ist Konzertpianist. Um sein Talent zu verstehen, habe ich ihm Noten aufs Pult gelegt. Musik von Saint-Saëns, die er noch nie gesehen hat. Simon spielt vom Blatt. Simon, das glaube ich nicht. Du kennst das Stück. Nein, such ein anderes raus. Hoffentlich ist es auch beherrschbar. Du meinst, es war zu leicht? Nein, es war nicht leicht. Es war herausfordernd. Das hier sieht schwierig aus. Ich hatte gehofft, du würdest nicht das aufsuchen. Ja. Ja? Warte noch, wie gehst du das an, wenn du es zum ersten Mal siehst? Das ist reine Intuition. Ich erkenne die Logik, die der Komponist verfolgt. Meistens jedenfalls. Und daher kann ich erahnen, was kommt. Und wenn ich daneben liege, dann muss ich halt schummeln. Was heißt schummeln? Naja, es ist wie bei einer Sprache. Wenn man da einen Fehler macht, dann kann man den Satz auch noch retten und trotzdem die Bedeutung rüberbringen. Und wenn du so viel Klavier gespielt hast wie ich, ist die Musik ein zweites Ich. Toccata, Saint-Saëns. Ein Genie ist Simon nicht.
Die Wissenschaftler tun sich schwer, ein solches Talent mit ihrem Konzept von Intelligenz zu verstehen. Natürlich sei ein Teil Veranlagung, Begabung, aber der Anteil würde meist überschätzt. Wichtiger sei es zu üben. Man brauche mindestens 10.000 Stunden Training, um das Gehirn wirklich zu verändern. Dann entstehen besondere neuronale Verknüpfungen. Eigentlich würden wir solche Talente nicht als intelligent bezeichnen. Und zwar einfach, weil sie nicht in das Raster der IQ-Kriterien passen. Ist das hier intelligent? Ich weiß nicht. Meine Mutter würde das nicht für intelligent halten. Warum denn das? Naja, ich spiele gut Klavier. Aber das ist ja ein sehr spezielles Ding. Ich kann ein paar Dinge ganz gut, aber die Aufgaben des täglichen Lebens finde ich ganz schön schwierig. Aber wahrscheinlich sind viele Leute so. Solche Talente zeigen im Allgemeinen eine Riesendiskrepanz zwischen ihrer Begabung und allen anderen Dingen. Mag sein, aber wenn man mit seinem Können so viel Spaß hat wie Simon, dann zeugt das auf jeden Fall von einer großen Lebenskunst. Finde ich jedenfalls. Well, I have to play like this. You're a sadist. You're a German sadist. Ich nehme von dem Treffen mit Simon mit, intelligent durchs Leben zu kommen, bedeutet auch, seine Talente zu trainieren. Thank you. Lovely to meet you, Ingolf. So gut am Klavier zu werden, der Zug ist für mich abgefahren. Sowieso arbeite ich mit meinem Versuch, intelligenter zu werden, hart gegen meine Lebensuhr. Ab 20 wird das Gehirn bereits träger und langsamer. Die sogenannte fluide Intelligenz geht den Bach runter. Einziger Trost? Die kristalline Intelligenz. Also unsere sprachlichen Fähigkeiten, unsere Erfahrung, unser Wissen, all das kann ein Leben lang wachsen. Der Mann, den ich in Dunedin, Neuseeland treffe, ist eine Ikone dieser Form von Intelligenz. Mit seinen 80 Jahren ein Großhirn unter den Intelligenzforschern. Seit langem schon ist jede Generation intelligenter als die vorherige, sagt James Flynn. Die IQs steigen, der Flynn-Effekt. Und das liegt wohl daran, dass sich unsere Art zu denken verändert hat, etwa im Vergleich zu den Menschen vor 100 Jahren. Bei einem modernen IQ-Test kämen Sie auf gerade mal 70 Punkte, also 30 unter dem Durchschnitt. Aber Sie waren nicht geistig zurückgeblieben. Wenn du die Leute damals gefragt hättest, es gibt keine Kamele in Deutschland. Hamburg ist eine Stadt in Deutschland. Gibt es dort Kamele? Dann hätten sie geantwortet, wenn die Stadt groß genug ist, muss es dort Kamele geben. Logik bei abstrakten Dingen anzuwenden, war damals fremd. Aber sie waren vielleicht diejenigen, die die Probleme des Alltags viel besser lösen konnten. Ja, ganz genau. Als ich jung war und meine Cousins besucht habe, konnten die einen Motor zerlegen und ihn wieder zusammenbauen. Na also, ist das nicht intelligent? Ja, das ist es. Allerdings nicht die Art von Intelligenz, die man mit einem IQ-Test messen könnte. Letztlich haben die industrielle Revolution und die moderne Wissenschaft dafür gesorgt, dass sich unser Denken verändert hat. Heute gehen wir lässig mit Hypothesen um, wir lieben die Logik, wir können abstrahieren und damit auch nach moralischen Prinzipien handeln. Das ist für James Flynn das Wichtigste. Wer heute beim IQ-Test gut abschneidet, kann vielleicht gut mit Abstraktionen umgehen und logisch denken. Aber das mag nicht viel wert sein. Sie meinen, wir setzen unsere Intelligenz nicht sinnvoll ein? Wir benutzen sie nicht, um die moderne Welt zu meistern. Eine Person mit hohem IQ ist heute vielleicht gut an die moderne Welt angepasst und kann viel Geld an der Wall Street verdienen. Aber man muss unterscheiden zwischen IQ und was ich kritische Intelligenz nennen würde. Bedeutet das, dem Leben einen Sinn zu geben, vielleicht sogar die Welt zu verbessern? Ja, mehr sein als ein mittelalterlicher Knecht. Viele Menschen verwenden ihre Intelligenz, um in ihrem Beruf zu glänzen, aber sie werden Zyniker. Sie wissen nicht, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht. Sie wissen nicht, wann ein Ökonom Unsinn erzählt. Sie wissen nicht, wann Studien über die Qualität von Lebensmitteln wirklich bedeutungsvoll sind. Sie haben sich an die moderne Welt angepasst, indem sie sich von den Medien abhängig gemacht haben. Frustriert Sie das? Ja, darum möchte ich die Erziehung verbessern.
Dann wollen wir mal sehen, ob ihm seine kritische Intelligenz bei unserem kleinen IQ-Test hilft. Intelligenz hängt auch von einem guten Gedächtnis ab. Und darum ist meine nächste Idee, um klüger zu werden, mit dem australischen Gedächtnismeister zu trainieren. Tansel Ali. Er hat unter anderem die gelben Seiten Melbournes auswendig gelernt. Ob das so intelligent ist, sei mal dahingestellt. Ich teste erst einmal sein Gedächtnis, aber nicht mit Nonsens. Er bekommt von mir eine halbe Stunde Zeit, um sich 50 Fakten zum Gehirn einzuprägen. Walter Penfield entwickelte die Technik der elektrischen Gehirnstimulation. Wann war das? Das war 1928. Pierre Paul Broca, der sich mit dem Sprachzentrum beschäftigt hat, präsentierte Forschung zum Schlaganfall. Das war 1861. Wann hat John Locke gegen den freien Willen argumentiert? 1786. Nein, ich hab's. 1689. Ich hatte das falsche Bild in meinem Kopf. Und wenn ich ein falsches Bild habe, dann bekomme ich die falsche Zahl. Welches Bild war das? Das war eine Wurst. Hä? Warum gerade eine Wurst? 689 ist eine besondere Wurst, eine bosnische Wurst. Aber ich hatte 700 irgendwas im Kopf, was etwas ganz anderes ist. Heißt das, du hast 1000 Symbole abgespeichert für jede Zahl von 1 bis 1000? Ja, im alltäglichen Leben, wenn ich Probleme lösen muss oder Entscheidungen treffe, dann habe ich jetzt nicht nur ein oder zwei Ideen, sondern 5 oder 6. Und das einfach, weil ich meine Visualisierungs- und Assoziationsfähigkeit so gut trainiert habe. Klingt, als wärst du tatsächlich klüger, intelligenter geworden. Absolut. In der Zeit, als ich die Gedächtnistechniken einstudiert habe, habe ich sowohl die Uni abgeschlossen, als auch 2 Master gemacht, einen in Informatik und einen in BWL. Und ich habe sogar sehr gute Noten erreicht. Und das lag einfach daran, dass ich mein Gehirn viel effizienter nutzen konnte und eben nicht nur auswendig gelernt habe. Ich will auch. Jetzt gilt's. Ab zum Gedächtnistraining. Hi. Wir drehen einen Film über Gedächtnistraining. Und alles, was wir brauchen, ist deinen Namen. And all we need is your name. John Oliver Smith. John Oliver Smith. Versuch dir John vorzustellen. Hast du ein Bild? Ja klar, John bedeutet Toilette und Smith ist ein Schmied, der etwas bearbeitet. Vielleicht sind das Oliven. John Oliver Smith. Okay. Oh, thank you very much. Ein bisschen Deutsch. Ja, Joni. Ja, Joni. Okay. Ja, Joni. Gorka. Gorka. Jam. Alex. Alex. Er trägt eine bunte Kappe. Versuche das einzubauen. Jeffrey. I'm 10. 10? 10. Could you repeat that again? Kannst du das wiederholen? Belginda. 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 Belle heißt schön auf Französisch. Das kann man leicht mit ihr verbinden. Und sie trinkt Gin. Da in German is there. So the beautiful Belginda Bell is drinking gin. Oh my goodness. Oh je, oh je, ich habe wahrscheinlich alle anderen schon wieder vergessen. Wir testen dich. Now die erste Person, die wir gesehen haben, er trug ein buntes T-Shirt und hatte rötliche Haare. Wie hieß er? The first person that we saw. There is no picture. Es taucht kein Bild auf. There were 3 names. Es waren tatsächlich 3 Namen. Ah, jetzt weiß ich wieder. Es war John Oliver. John Oliver.
Smith. Smith. Ich dachte an den Schmied. I think it was Smith. I didn't get Smith. Yeah, a blacksmith. Because I thought of somebody. There was a couple there. Da waren die beiden, ein Paar, Mann und Frau. Erinnerst du dich an ihren Namen? Das ist nicht leicht. Ich erinnere mich an ihn. Er hatte einen Bart. Und ich habe eine Gurke dort reingelegt. Er hieß Gurka. Gurka. Und ihr Name? Puh, keine Ahnung. Versuche dir die Geschichte, die du dir ausgedacht hattest, ins Gedächtnis zu rufen. Es war mit einem J-Klang. It was with a y sound. Oh, ja. Ja, 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 Joni. Ja, Joni. This takes practice. Das braucht Übung. Aber sobald du hier und da trainierst, wirst du sehr schnell besser werden. Übung ist gut, aber Strom vielleicht einfacher? Ich will ja klüger werden. Am Black Dog Institute in Sydney werden mir Elektroden auf Stirn und Schädel geklebt. Ein gepulster Gleichstrom von 2 mA soll meinen linken Schläfenlappen anregen und mein Gedächtnis auf Trab bringen. 15 Begriffe soll ich mir merken. Es bitzelt leicht an der Stirnelektrode, ansonsten spüre ich nichts, obwohl der Strom bis zu 3 cm tief eindringt. Die Hirnrinde hat keine Schmerzrezeptoren. Sie werden schon wissen, was sie tun. Hier, down under. Nail. Bed. Machine. Die Methode, genannt DCS, wurde ursprünglich entwickelt, um Depressive zu therapieren. Jetzt boomt sie bei Gesunden. Die Forscher hoffen auf die unterschiedlichen Intelligenzsteigerungen. Donald Martin wiederholt die Wortkaskade. Mehr als 11 Begriffe konnte ich mir auf Anhieb nicht merken. Es passen ja auch nur etwa 7 Elemente in unseren Kurzzeitspeicher. Heart, Desert, Face, Letter, Bed, Machine, Milk, Helmet, Music, Horse, Road. Doll. Doll, mirror, nail, sailor. Und tatsächlich, während ich ohne Denkkappe erst beim 4. Mal alles erinnern konnte, klappt es jetzt einen Hauch früher, beim 3. Mal. Oh. All right. We got there in the end. Yeah. Ich behalte sie jetzt immer auf. Das Gedächtnis verbessert sich vielleicht nur ein kleines bisschen. Tatsächlich macht das aber richtig viel aus, nämlich bis zu 15 IQ-Punkte. Das wäre von 100 auf 115, was eine enorme Verbesserung bedeutet. Du denkst, es sind nur ein paar Begriffe mehr. Tatsächlich ist es viel. Kein Wunder, interessieren sich Forscher und Militär rund um den Globus für die Elektrostimulation. Doch trotz aller Forschung, es ist völlig unklar, was dabei im Gehirn passiert. Lindy Ray versucht das in vielen Experimenten herauszufinden und steckt auch mich in den Kernspin, mit Elektroden am Schädel. Während der Strom fließt, misst sie die Veränderungen in meiner Hirnchemie. Vor allem der pH-Wert scheint deutlich zu steigen. Und darauf reagieren Synapsen, Rezeptoren, ja der ganze Stoffwechsel des Gehirns mit erhöhter Aktivität und Schnelligkeit. Also mit mehr Intelligenz? Und, wie war's? Tja, laut und eng eben. Und habt ihr was entdeckt? Wir haben ein Bild deines Gehirns. Ach, da ist ein Gehirn. Ja, ist doch schön, einen Beweis zu haben. Und wir haben ein Spektrum deines Frontallappens. Warum steigt der pH-Wert, wenn Strom durchs Hirngewebe fließt? Lindys Hypothese ist, dass die Kraftwerke in den Gehirnzellen, die sogenannten Mitochondrien, angeregt werden. In ihnen stecken nämlich winzige molekulare Motoren und die laufen unter Strom wahrscheinlich auf Hochtouren. Ergebnis? Das Gehirn wird mit Energie geflutet. Aber ich solle die Denkkappe besser nicht ständig tragen. Wie Strom langfristig das Gehirn verändert, sei völlig unklar.
Und mein mittelaltes Gehirn zeige ja schließlich schon deutliche Schrumpfungstendenzen. Irgendwann habe ich nur noch eine Nuss im Schädel. In der Mitte wirst du ein riesiges Loch haben, weil um die Hirnkammern die weiße Substanz verschwindet und die graue Substanz hier sehr viel dünner wird. Aber man kann doch noch klug sein mit 100. Ja, man kann immer noch als Mensch funktionieren. Apropos Nuss, die hat Lindy jetzt zu knacken. Du machst es da rein, bläst es mit Druck wieder raus, oder? Wenn ich die Surfer beobachte, fällt mir auf, dass das wissenschaftliche Verständnis von Intelligenz doch sehr beschränkt ist. Energie, Geschwindigkeit, Gedächtnis. Vielleicht ist Intelligenz doch viel mehr, nämlich auch Kreativität, Musikalität oder eben auch Bewegungskönnen. So gesehen wäre Nathan Shaw ziemlich klug. Jede Welle ist unterschiedlich und sie verändert sich. Das bedeutet, man muss sich in Sekundenbruchteilen anpassen können. Ich glaube, Intelligenz hat immer mit Anpassung zu tun. Die Fähigkeit, reagieren zu können, indem man alle Informationen nutzt. Man sieht ja vom Wasser aus nur blau und sucht dann immer die dunklen Schatten der Wellen ab, um möglichst schnell zu erkennen, ob ihre Brechung nach links oder rechts wandert. Keine Chance, an etwas anderes zu denken. Du meinst, bis auf Haie? Sind da draußen Haie? Ja, überall. Der Grund, warum Menschen so erfolgreich sind, ist, dass sie sich so gut an die jeweilige Umgebung anpassen und ihr Verhalten ändern können. Sie kleben nicht an Routinen. So in dem Sinn, es ist 5 Uhr, ich muss in den Pub. Was Sportler Nathan, aber auch Musiker Simon beweisen, Spaß haben im Leben. Erfüllung finden mit dem, was man tut. Das ist auch eine Intelligenzleistung. Vielleicht ja sogar die größte. Auf jeden Fall ist Intelligenz mehr als der IQ. Andere Dinge sind auch wichtig. Die sozialen Fähigkeiten etwa. Die Interaktion zwischen uns beiden gerade. Deine Begabung, meine Emotionen zu erkennen und zu verstehen. Mit deiner authentischen Persönlichkeit. Ich glaube, das ist auch eine Art von Intelligenz. Und da ist mit Denkkappe oder Pille garantiert nichts zu holen. Die haben vielleicht kurzfristig Reaktionsschnelligkeit und Gedächtnis verbessert. Intelligenter bin ich nicht wirklich geworden. Such dir stattdessen ein Problem, das dich nachts wach hält, das du mit Leidenschaft lösen willst. Studiere es und beurteile deine Intelligenz danach, wie weit du kommst. Klingt nach Arbeit für den Kopf. Intelligenter werden bedeutet lernen. Was wir mitbringen, scheint weniger wichtig als das, was wir selbst dafür tun. Es geht darum, gerade intelligent genug zu sein. Kreativität verlangt eine gewisse Intelligenz, genauso musikalische Fähigkeiten. Aber noch intelligenter zu sein, wird dich nicht kreativer oder musikalischer machen. Du musst nur klug genug sein. Und dann heißt es üben. Dann musst du üben. 10.000 Stunden. Wobei, hin und wieder muss man einfach nur wissen, wie es geht. Yes. Well done. Very nice. Very good.